Und damit willkommen zurück. Das letzte Mal haben wir die Rätsel gelöst. Vielleicht ein bisschen glorreich, vielleicht auch ein bisschen nicht. Sind Hexenküche gelandet, haben nach einer Weile rausgekriegt. Wir müssen einfach nur unser Blut vergießen, um die Tür zu öffnen. Lass mich vorgehen. Und gehen jetzt. Wieso? Ich weiß nicht, was passiert, wenn Mordred seinen geliebten Spiegel wieder sieht. Denk an die Sache mit den Schwertern. Okay. So, und jetzt... Er hatte die Vision auch, dass Angelina auch hier drunter gefallen ist. Warum auch immer das so einfach geht. Egal, lassen wir es mal. Und wir gucken jetzt mal nach, wo das Ganze führt. Oh. Ach. Siehst du das? Ja. Was hat das zu bedeuten? Ist das... Mordred? Oder bin ich das? Und warum habe ich das Bedürfnis, den Spiegel zu berühren? Nicht! Es ist Mordred, der dich dazu zwingen will. Fass diesen Spiegel nicht an. Niemals! Okay, okay. Das Spiegelbild zeigt deine Seele und den Teil Mordreds, der in dir steckt. Mordred? Aber warum sieht er aus wie einer dieser Schatten? Mordreds Seele ist immer noch hinter dem Spiegel gefangen. Das in dir ist Mordreds Seelenschatten, also der Schatten seiner Seele. Wir müssen Mordreds Schatten irgendwie in den Black Mirror zurückschicken, und zwar ohne seine Seele dabei zu befreien. Okay, aber wie? Hatten wir nicht kürzlich einen Exorzismus, der schiefgegangen ist? Nein, keinen Exorzismus. Wir brauchen was anderes. Bist du sicher, dass du in Mordreds Buch nichts übersehen hast? Ja, todsicher. Ich kann es dir gerne zeigen. Hier ist mit dem Blut. Die Seiten. Hier erscheint plötzlich Schrift. Das müssen Mordreds Aufzeichnungen sein. Aber wieso steht hier auf einmal etwas drin? Der Spiegel muss es aktiviert haben. Wenn man meinen Vorgängern Glauben schenkt, so ist es möglich, dass die Seele den Spiegel verlässt, wenn der Schatten bereits in dieser Welt gebunden ist. Eine Vereinigung von Seele und Schatten würde ein ungeahntes Machtpotenzial beinhalten. Die Seele des mächtigen und von allen gefürchteten Königs Armundor ist genau die richtige, um meinen Sohn zu dem zu machen, der er geworden wäre, wenn nicht mein Bruder... Bla 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 bla. Der Kerl hat ein paar Sitzungen bei Dr. Winterbottom bitter nötig. Aber warte, hier steht noch was. Alles ist vorbereitet. Die Gebeine Amundors liegen auf dem Altar. Sein Schatten wird gleich an sie gebunden sein. Dem Seelentransfer steht nichts mehr im Wege. Jetzt muss nur noch der Junge befreit werden vom Joch seiner verseuchten Seele. Das heißt, umgebracht werden. Seelentransfer. Mordreds Seelenschatten in mir... Ja, natürlich, das ist sein Plan. Er hat mich hierher gelockt, damit das Ritual vollzogen werden kann und seine Seele in meinen Körper übergeht. Genau dazu ist der Fluch gedacht. Nur hat Mordred nicht damit gerechnet, dass sein Seelenschatten im Körper eines Hüters landet. Nur deshalb hast du so lange durchgehalten. Aber das hilft uns nicht weiter. Wenn wir diesen Schatten in mir rauslassen, wird Mordreds Seele in mich... Psst. Adrian, ich glaube, ich habe eine Idee. Lass mich kurz überlegen. Okay, was ich noch sagen wollte. Guckt euch mal hier diese Ketten an, die hier an den Pfeilern nach oben gehen. Das sieht so ein bisschen aus wie Molten Core. Aus WoW. Ketten irgendwo hin, wirkt immer ein bisschen imposant. Aber cooler, großer Spiegel. Es fühlt sich so an, als existiere diese Höhle schon seit Anbeginn der Schöpfung. Seit Anbeginn der Schöpfung, okay. Ja, bestimmt. Ich weiß nicht, wen oder was sie darstellen sollen. Die Statuen sind aber sehr imposant. Adrians Spiegelbild ist eine Mischung aus seiner Seele und Mordreds Seelenschatten. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben könnte. Adrians Seele darf den Kampf gegen Mordreds Schatten auf keinen Fall verlieren.
Aber was ist auf der anderen Seite? Nur Mordreds Seele? Oder hat Adrian auch so einen Seelenschatten? Das Adrian, liest du mir bitte den Absatz mit den Schatten aus dem Buch der Hüter vor? Über die Gräber der Alten wachen ihre Schatten. Jahrtausende währt nun schon ihr Schicksal. Und ein Ende ist nicht zu erwarten. Mit dem Tod wurden sie geboren. Und den Tod wollen sie verbreiten. Die Alten zwangen sie in unsere Welt. Doch gehören sie hier nicht hin. Sie lassen sich weder einfangen noch besänftigen. Das Licht der grünen Flamme aber verstört sie. Es treibt sie in die Dunkelheit. Dort sollte man ihnen nicht zu nahe kommen. Ihre Macht ist alt. Sehr alt. Ein Schatten entsteht also auf jeden Fall, wenn jemand stirbt. Aber nicht in dieser Welt, sondern hinter dem Spiegel. Ich weiß aus den Akten des Vatikans, dass damals hier Menschen geopfert wurden, um zu sehen, ob ihre Seelen gut oder böse waren. Ähnlich zur Zeit der Hexenverbrennungen. Mordred schrieb, dass eine Seele den Spiegel verlassen kann, wenn sein Schatten bereits hier gebunden ist, was im Moment ja der Fall ist. Würde Adrian also hier sterben, hätte Mordred gewonnen. Adrians Seele wäre auf ewig befreit und sein Körper würde Mordreds Seele aufnehmen. Wir müssen aber trotzdem Mordreds Seelenschatten aus Adrian herausbekommen. Und Mordreds Seele muss daran gehindert werden, den Spiegel zu verlassen. Und Adrians Seele muss da bleiben, wo sie ist. Macht Sinn. Wenn Adrian stirbt, ist seine Seele raus und die andere kommt rüber. Aber nur hier in der Nähe, weil sonst hätte ja auch schon zum Beispiel, als William damals den Selbstmord Pfad gewählt hat, hätte ja sonst auch sowas passieren können, dass einfach die Seele reinkommt. Ich möchte nur kurz ein was testen. Nur Sicherheit, dürfen wir zurück? Es geht um die grüne Flamme. Können wir sowas herstellen selber? Adrian, wirf doch mal einen Blick in Mordreds Buch. Vielleicht findest du noch mehr. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Ich wollte ihn retten. Vor seinem erbärmlichen Schicksal. Wollte ihn wieder zu meinem Sohn machen. Mein Sohn. Kein Bastard aus den Lenden meines verfluchten Bruders. Ich habe mich genau an den Ritus gehalten. Alles hat gut funktioniert. Nur konnte ich sein kleines Herz nicht mehr zum Schlagen bringen. Ich habe alles versucht. Vergebens. Von jetzt an bin ich ganz allein. Es gibt niemanden, den ich einweihen kann. Marcus hat mir alles genommen. Und jetzt werde ich ihm alles nehmen. Ich muss mich beeilen. Mein Schwert. Zuerst muss ich die Experimente damit abschließen. Es scheint, als wäre es mir gelungen, ihm einen Schatten zu erschaffen. Das könnte bedeuten, dass ich es auf der anderen Seite benutzen kann. Wenn es mir denn gelingt, auf die andere Seite zu kommen, ohne zu sterben. Ich will schließlich beide Seiten beherrschen. Seltsam ist nur dieser schwarze Fleck an der Klinge. Seitdem es Kontakt mit der anderen Seite hatte, breitet sich das Schwarz unaufhaltsam aus. Zum Glück haben wir die Klinge. Ritus, Experimente mit einem Schwert. Was zum Henker hat Mordred hier getrieben? Hört sich an, als hätte er ein Seelentransferritual der alten Druiden ausprobiert. An seinem eigenen Sohn. Seelentransfer. Er hat ihn ganz einfach ermordet. Der Ablauf des Ritus steht nicht zufällig im Buch? Nein. So schnell mal die Seiten. Guck dir nochmal den Tisch an. Ich könnte Adrian ein Mittel verabreichen, das seinen Herzschlag stark verlangsamt. Wie ein Gift. Damit müsste sich Mordreds Schatten von Adrians Körper lösen. Allerdings wäre damit auch Adrians Seele befreit und er würde sterben. Mit etwas Adrenalin sollte es aber möglich sein, ihn wiederzubeleben. Ich muss es ihm nur kurz danach in eine Vene spritzen. Mordred war damals nicht dazu in der Lage. Man kannte Adrenalin noch nicht. Heutzutage geht das.
Es ist zwar gefährlich, aber die einzige Möglichkeit, die mir einfällt. Am besten, ich sage Adrian erstmal nichts davon. Damit allerdings mit Mordred. Am besten sage ich mir erstmal nichts davon, aber vielleicht solltest du mit ihm drüber reden. Im Moment gibt es nichts mit. Wenn du ein Gift mischst, soll das heißen, dass Adrian mal weggehen sollte? Das sind die gleichen Statuen wie in dem Raum mit der Waage. Das ist er also. Der Black Mirror, das Schattenportal. Es geht eine merkwürdige Anziehungskraft von ihm aus. Ich habe ständig das Bedürfnis, hineinzublicken. Das ist es. Geht eine. Ich kann mir vorstellen, was auf diesem Altar alles passiert ist. Mordred im Kopf ersetzt jeden Horrorfilm. Und ich empfinde dabei nicht einmal Abscheu. Wenn Valentina nicht bald etwas einfällt, hat er gewonnen. Nein, ich muss mich zusammenreißen, sonst waren alle Anstrengungen umsonst. Durch was wurde man als Hüter gewählt? Man kommt da als Gordon rein und er wusste nicht, dass dieser Seelenschatten in einen Hüter fährt. Hier ist ein Gordon. Es soll niemand jemals Gordon sein. Was zeichnet ihn als Gordon so besser aus? Angelina will ihm nichts sagen. Will sie ihn jetzt einfach umbringen? Aber sie hat es doch kein. Sie wollte ein Gift herstellen, aber. Ich verstehe gerade nicht, wie wir das jetzt machen. Wenn die ganze Zeit da steht. Damit müsste sich allerdings werden mit etwa. Mordred war damals. Ja, dann stell doch dein Gift her. Was hält dich jetzt daran ab? Adrian, dem ist alles egal. Das heißt, die jetzt mit dem schwarzen Fleck. Sehen wir hier einen schwarzen Fleck? Ja, ist mehrere Punkte. Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille. Wenn man meinen Vorgängern Glauben schenkt, so ist es möglich, dass die Seele den Spiegel verlässt, wenn der Schatten bereits in dieser Welt gebunden ist. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Ich wollte ihn retten vor seinem Er soll erst umgebracht werden. Wie macht denn die das jetzt? Laut Mordred benutzte er die Gebeine der Toten, um ihre Schatten in diese Welt zu holen und zu binden. Wir könnten Mordreds Schatten also mit seinen Gebeinen aus Adrian herauslocken. So wie er es einst mit diesem König tat. Okay. Adrian, wir brauchen Mordreds Knochen für das Ritual. Würdest du das übernehmen? Ja. Am Stück? Merk dir einfach, wie sie liegen und setze sie auf dem Altar wieder so zusammen. Aber noch nicht jetzt. Die Nähe zu seinen Gebeinen könnte Mordred in dir stärken. Lass mich erst meinen Plan fertig durchdenken. Wenn du meinst. Mordreds Überlaut Mordwirk. Adrian, merk dir, aber lass mich wenn erst. Wenn du meinst. Im Moment gibt es nichts mehr. Okay, damit wüssten wir, wie das geht. So. Also hätten wir. Ich damit allerdings mit Mord. Adrians Schatten braucht eine Waffe, um Mordred zu besiegen. Aber ich befürchte, ein normales Schwert wird nicht funktionieren. Mordred ist ja schon tot. Und man kann nicht einfach eine Waffe durch den Spiegel reichen. Moment.
Adrian, was stand noch gleich in Mordreds Buch zu seinem Schwert? Seltsam ist nur dieser schwarze Fleck an der Klinge. Seitdem es Kontakt mit der anderen Seite hatte, breitet sich das Schwarz unaufhaltsam aus. Und hier. Es scheint, als wäre es mir gelungen, ihm einen Schatten zu erschaffen. Das könnte bedeuten, dass ich es auf der anderen Seite benutzen kann. Das ist es. Wir brauchen Mordreds Schwert. Kann ja nicht so schwer sein. Ein Schwert mit einem schwarzen Fleck. Okay. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Ich bin gespannt. Also, der Black Mirror scheint ein Portal in eine andere Welt zu sein. Eine Art Schattenwelt. Stirbt ein Mensch in der Nähe des Portals, wird auf der anderen Seite des Spiegels ein Schatten geboren. Gleichzeitig gibt es für seine Seele zwei Möglichkeiten. War er reinen Herzens, bleibt der Schatten seiner Seele hinter dem Black Mirror zurück und seine Seele... Fliegt schattenfrei gen Himmel? Sie ist frei, ja. War der Mensch jedoch böse, so wird seine Seele von ihrem Schatten in den Spiegel gesogen. Und dann? Ist sie gefangen. Die Seelen im Spiegel sind die Sklaven der Schatten. Sie können instrumentalisiert werden. Das heißt, die Schatten sind nur böse, wenn die Seele das auch war. Es wird erzählt, dass sich Marcus, bevor er seinen Bruder tötete, durch eine Armee von Schatten kämpfte. Mordred hat herausgefunden, wie man die Schatten durch das Portal holen kann. Okay, aber Mordreds Schatten ist ja schon draußen, was man gut an meinem Spiegelbild erkennen kann. Richtig. Deshalb ist seine Seele mehr oder weniger schutzlos allein hinter dem Spiegel und wartet nur darauf, dass sie raus kann. Was vermutlich dann passiert, wenn ich den Spiegel berühre, oder? Das wollen wir nicht herausfinden. Also, Mordreds Schatten können wir mit seinen sterblichen Überresten binden. So kommt er uns zumindest nicht in die Quere. Und dann kann dein Schatten, Adrian, Mordreds Seele übernehmen. Oder noch besser, vernichten. Mein Schatten? Ich denke, ein Schatten entsteht nur, wenn jemand stirbt. Du musst sterben. Okay. Und warum hast du mich da nicht vom Dach springen lassen? Wäre doch bequemer gewesen. Dann wärst du unwiederbringlich tot gewesen. Ich habe aber vor, dich wiederzubeleben. Wenn deine Körperfunktionen für ein paar Minuten aussetzen, wird deine Seele, wie soll ich sagen, befreit. Ich kenne genug Berichte über Nahtoderfahrungen, die das bestätigen. Gleichzeitig entsteht dein Seelenschatten auf der anderen Seite des Spiegels. Verursacht das nicht irgendwelche Hirnschäden? Keine Sorge, Adrian. Das menschliche Gehirn kommt ein paar Minuten ohne Herzschlag aus. Deine Seele kehrt wieder in den Körper zurück, sobald dein Herz wieder schlägt. Ich erlebe das nicht zum ersten Mal. Nahtoderfahrungen sind meistens der Fall, wenn jemand der Meinung war, Gott habe zu ihm gesprochen. Okay. Und dann? Soll mein Seelenschatten Mordred erwürgen, oder was? Damit er klingt. Nein. Wir wissen, dass Mordred sein Schwert für die andere Seite nutzbar gemacht hat. Besser gesagt, das beseelte Spiegelbild. Du wirst es auf der anderen Seite nehmen und Mordreds Seele damit töten können. Schatten sind dort stärker als hier. Habe ich das richtig verstanden? Die Seelen sind hier stark und die Seelenschatten schwach. Genau. Und umgekehrt. Was bedeutet, dass Mordreds Seele auf der anderen Seite sehr schwach ist? Das klingt auf eine absurde Art und Weise logisch. Und was ist mit Mordreds Schatten? Wir halten ihn mit den Gebeinen außerhalb des Spiegels, damit er seine Seele nicht schützen kann. Danach sollte dem Schatten dasselbe passieren wie mit einer Seele, wenn der Körper stirbt. Er kehrt in den Spiegel zurück. Da wäre noch ein Problem. Ja? Du brauchst Mordreds Schwert. Und außer der abgebrochenen Spitze weiß ich nicht, wo es ist. Im Buch stand etwas von einem Schwarz, das sich vom Schwert ausgehend immer weiter ausbreitet. Natürlich. Darum hatten Greg und Steve auch solche Probleme. Das Teezimmer, der Schimmel. Immer wieder gab es da Probleme mit angeblichen Schäden vom Löschwasser. Dann muss das Schwert dort sein. Ich hole es. Halt! Du fasst kein Schwert an und schon gar nicht Mordreds. Ich hole es. Ich muss mir eh noch ein Buch über Gifte aus der Bibliothek holen. Die hier unten sind etwas veraltet. Und was soll ich in der Zeit machen? Du könntest Mordreds Skelett auf dem Altar platzieren. Bis gleich.
Sie lässt ihn alleine gerade in dieser Situation. Das hätte auch schief gehen können. Ich bin nicht ganz freudig, ob das so funktioniert, wie es ist. Wenn ich es zusammenfasse, ich hoffe, ich habe es so verstanden, wie es ist. Also, wenn du stirbst an dieses Spiegels, gibt es immer zwei Sachen, die entstehen, nämlich deine Seele oder ja, deine Seele und den Seelenschatten. Warst du nett, ist deine Seele immer noch in dieser Welt und fährt in den Himmel. Und der Seelenschatten ist in der Gegenwelt, dein Böse sozusagen. Wenn dagegen du hier böse warst, ist der Seelenschatten hier relativ schwach, aber deine Seele drüben. So, damit könntest du drüben natürlich auch einiges anfangen, wenn du schwach bist, aber die andere Welt untertan machen, wie schon Mordred sagt. Okay. Aber wenigstens dieses Kreuz endlich mal im T-Zimmer. Das ist das Schwert gewesen die ganze Zeit. Die Anordnung der Knochen kann ich mir niemals merken. In Biologie habe ich meistens nicht aufgepasst. Was willst du jetzt von mir? Die Anordnung der Knochen kann ich... Dann nimm doch den Sarkophag und tu das einfach drauf schieben. Die Anordnung der Knochen? Soll ich jetzt eine Blaupause machen? Ich habe noch nie verstanden, was eine Leiche mit einer brennenden Kerze anfangen soll. Schwert mit abgebrochener Spitze. Mordreds Schwert. So, und dann brauchen wir noch ein... Danach kehre ich zu Adrian zurück. Hoffentlich konnte er Mord... Entschuldigung, das... du... Ich kann mir vorstellen, was auf... Und ich empfinde... Nein. Ich kann mir... Und ich empfinde... Nein. Ich... Wissen, was wir jetzt machen, Jungspund. Du weißt nicht, wie das zusammengesetzt ist. Was soll denn jetzt helfen? Ach so, ich bin so ein Trottel. Ich vergesse immer, dass wir eine Kamera haben. Das Cheater-Item. Es gibt viel zu wenig Fotos von dir, Mordred. Großen Knochen mit. Die ganzen Hand- und Fußknochen sind wohl schon zu Staub zerfallen. Ich hoffe, das stört Mordreds Seelenschatten nicht. Ich lege die Knochen erst einmal ab, damit ich sie besser sortieren kann. Und dann das Foto. Schön. Dann schauen wir mal, wie gut meine Anatomiekenntnisse sind. Es gibt hier noch. Was ist eins? Okay. Ist. Ach, der Schädel ist fest. Alles leer. So.
Was? Kann man sowas drehen auch? No picken. It's better. It's better. Okay, ganz gesund aus. Ja, natürlich, weil ich bin ja auch dran. Ist das wenigstens richtig rum? Einmal drüber nachdenken, bevor man es zusammenlegt. So, jetzt nur die Frage. Deine Hände. Achso, Hände hat er nicht mehr nehmen wollen, okay. Ja, und denkt mal etwas drüber nach, dann geht auch einiges. So. Sind die wahrscheinlich noch falsch rum? Ja, das sieht richtig aus. Ich habe das Schwert. Bist du soweit? Bitte soll ich mich nicht beschweren. Ich habe einfach nicht deinen neuen Brandschutz aufgehabt. Deswegen habe ich teilweise meine Knochen nicht gesehen, was in welche Richtung ist. Mordreds Skelett liegt auf dem Altar bereit. Gut. Liegen die Knochen so, wie sie vorher lagen? Kopf oben, Beine unten. Denke schon. Haben wir jetzt alles, was wir brauchen? Sieht so aus. Das Gift ist auch fertig. Wird es schmerzhaft? Vermutlich nicht. Es lähmt den Herzmuskel. Aber keine Sorge, ich habe eine Spritze mit Adrenalin dabei. Damit kann ich dich wieder zurück zu den Lebenden holen. Klingt nach einem von Phils Folterexperimenten. Nur ist diesmal nicht Ralph das Opfer, sondern ich. Es wird alles gut gehen, Adrian. Hab Vertrauen in Gott. Ich werde jetzt die Zutaten holen. Dann kann es losgehen. Das so gut klappt jetzt alles? Ach, jetzt haben wir noch ein Alchemie-Rätsel oder was? Ich würde sagen, ja, ich würde die Folge mal abbrechen und es abbrechen, das heißt beenden einfach. Und wir machen das nächste Mal das fertig. Also seid gespannt, wie das Ende wohl werden wird. Euer Landeturm. Tschüss.